Also, dazu reicht mein Leben noch nicht aus. Wir haben jetzt zwei ausgewählte. Diesen Nekromantentypi und den, die Ausbilderin. Müssen wir noch finden. Das Zauberbuch. Ist er in dem Wrack da oben drin? Und er ist jetzt wie gesagt weg. Mein Rucksack ist schon voll. Ich das Ganze ein bisschen mit der Heilung. Außerdem liegt da Brot. Mein Rucksack ist schon voll. Ach, verdammt. Na egal. Das kann ich auch so bei Zeiten einsammeln. Jetzt will ich gern zum Schiffswrack gehen. Nicht, dass es so einfach wird, da hochzukommen. Zu diesem Schiffswrack. Außer es ist irgendwo ein Geheimgang, der mich da hochführen wird. Warte mal, vielleicht da vorne auf der Insel. So eine Art Teleporter oder so. Nö, nichts diesbezüglich. Obwohl, ja, das kappt man mal kurz. Bis gleich. So, gut. Das wäre das. Jetzt muss ich noch einen von diesen Typen da erledigen, damit ich mich dann näher umsehen kann, ob es einen Weg zum Wrack rauf gibt.
Das ist eine Kiste. Mag das Drammagier. Das ist zu schwer. Ach, stimmt ja. Frag mich, ob Questgegenstände auch dafür zählen, dann. Ja, dazu zählen dann. Stein. So, mal kurz gesaved. Weicht von mir! Ich bin nicht schmackhaft, ihr schrecklichen Monster! Findet doch einen anderen, den ihr... Oh, ihr da! Bitte helft mir! Gesegnet seid ihr! Beeilt euch, Fremder! Bald werden sie mich erwischen! Was macht denn oben eigentlich? Ich glaube, ich sehe da etwas Glänzendes auf dem Wal. Nie wieder wage ich mich so weit aus dem Lager raus. Oh, zurück und... Ich kann nicht... Ach, scheiße. Okay, das kriege ich schon hin. Von mir. Ich bin nicht schmackhaft, ihr Schreck. Gesegnet seid ihr. Ich kann nicht. Noch nie habe ich so grausame Bestien gesehen und gleichzeitig so gute Kämpfer. Diese Ruinen haben mein Interesse geweckt und ich wollte sie genauer untersuchen. Ich bin gestolpert und dachte, es wäre ein Stein oder sowas. Aber dann hat es sich als ein altes Buch herausgestellt. Dann habe ich ein Knurren gehört. Vor Schreck bin ich aufgesprungen und diese Säule hochgeklettert. Lady Hermosa ist eine wunderbare Frau. Ich werde sofort zur Sternsegler zurückkehren. Hier, nehmt das Buch, das ich gefunden habe. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich danke euch. Ein sonderbares Buch, verborgen im Sand. Das könnte interessant sein. Das kann man benutzen. Das ist das Buch, das Elfrid euch gegeben hat. Es scheint sich dabei um das Zauberbuch eines unbekannten Magiers zu handeln. Die meisten Zauber sind zu laienhaft, als dass sie euch von Nutzen sein könnten. Ein Zauber erregt jedoch eure Aufmerksamkeit. Wie es scheint, arbeitete der Magier gerne draußen. Oft fühlte er sich vom Wind gestört, woraufhin er einen Zauber entwickelte, um den Wind abflauen zu lassen. Hier wäre er wirkungslos. Moment, dann habe ich gerade eine Idee. Bevor ich das Buch abgebe, gehen wir mal kurz zu einer gewissen Stelle nochmal zurück. Na, Autosave nervt nicht rum. So, bevor wir das Buch abgeben, gehen wir nochmal zum Grab hier. Denn der Zauber soll den Wind ja abklingen lassen, hieß es. So. Mal sehen, was dann passiert. Das ist das Buch des unbekannten Magiers. Ihr sprecht den Zauber. Und kurze Zeit später ist der Wind abgeflaut.
geweint wird mein Grab vom heulenden Wind. Doch Frieden ich nur in Stille finde. Okay. War das jetzt nur dafür? Geweint wird mein Grab vom Stolz Frieden ich nur in Stille finde. Okay. Na gut, dann sehen wir uns gleich bei der Seefahrerin wieder. So, zurück im Dorf. Was es sein soll, dann wollen wir mal wieder mit ihr sprechen. Mit der Ausbilderin. Ihr habt also die Wahrheit gesagt. Die Insel erzählte mir von meiner Pflicht, euch auszubilden. In der Tat, dieser Dummkopf hatte Glück, dass ihr in der Nähe wart. Danke vielmals, dass ihr ihn gerettet habt, euer Gnaden. Sie sprach von Loyalität und Perfektion der Kampfkunst. Sie erwähnte auch eine große Bestimmung für uns beide, aber nichts Genaues. Wir werden sicher eine gute Zeit haben, sobald ihr den derzeitigen Turmherrn los seid. Ich nehme das Gold in dem Fall. Seid ihr hier noch nicht verrückt geworden? Ihr könnt eure anderen Handlanger... Ich überlege gerade, wer wollte das Buch nochmal haben? Oder war er das gewesen mit dem Buch? Ah, schön euch wiederzusehen. Wie geht der Aufstieg zu Ulfmar voran? Das ist zu schade. Im Seepferdchen wäre ich der Held, wenn ihr etwas von Interesse finden würdet. Ach so, ja. Scheint auf dem Schiff zu sein. Was Interessantes. Dass sie da rankommen, weiß ich noch nicht. Was finden wir denn noch so Schönes? Da vorne sieht zum Beispiel verdächtig aus. Also diese Ruine hier. Der Bildschirm roter wird. Ich frage mich, wie man darauf kommt. So ein Wimmernest da oben, aber... Naja, ich will die Wimmern nicht unbedingt herausfordern. Es wäre schön, noch so ein Totem zu finden irgendwo. Und zu sehen, ich meine, ach so, stimmt, hier war der Typ auf der Säule.
Ich würde sagen, wir machen erstmal. Ich werde die Session erstmal beenden. Gut, das war die 2 für heute. Ein bisschen mixen mal. Ciao. So, ich sah gerade, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Deswegen werde ich mal. Also, mit Hilfe von einem Timer. Und ein paar Minuten mal dranhängen. Vielleicht finde ich ja noch so ein. Altar oder so. Zudem habe ich davon. Dem haben wir da vorne noch so ein paar Gegner. Ich fühle mich gar nicht gut. Na, lieber erstmal abhauen. Okay, der folgt mir auf jeden Fall. Oder, ja, der folgt mir. Ich kann mich ja dabei mal heilen. Dabei mal speichern kurz. Schwer verletzt. So. Der wäre auch besiegt. Brotmäßig sehe ich da gerade nichts mehr. Aber das Gift könnte irgendwo noch zu gebrauchen sein. Das ist jedenfalls ein Questgegenstand. Gut, dann gucken wir mal da hinten. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, da schleicht noch so ein Gegner rum. Ich werde mich kurz feuern lassen. So, ich denke mal, das dürfte jetzt reichen. Ich dachte schon, die Wimmern greift mich gleich an. So, kurz schnell speichern. Ah, interessant, du hast. Ich kann nicht. Diesen Totem bewacht. Das Schwert ist nur Stahl und Erz nur Rohstoff. Zusammen ergeben sie Macht. Wer soll euch dienen? Reinhardt oder Besser? Und Entschlossenheit ist eine Schwäche. Moment, Wesson, wer war denn? Wesson, wo da war Reinhardt gewesen. Und Wesson war, glaube ich, der andere. Genau, Wesson war der. Das Schwert ist nur Stahl und Erz nur Rohstoff. Zusammen ergeben sie Macht. Wer soll euch dienen? Reinhardt oder Besson? Ich würde sagen Besson.
So. Haben wir uns da auch entschieden? Was ist das für ein Tor da vorne? Durch. Oder vielleicht ja später. Das nutze ich später, um zum Dorf zu gehen. Und dort ein bisschen Zeug zu verkaufen, was ich nicht brauche. Überlegt, was können wir denn noch machen? Zeitmäßig bin ich ja schon dran. Ich kann euch nicht genug danken, euer Gnade. Jennifer und ich stehen für immer in eurer Schuld. So sei es. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das ist gut. So, blieb mir der Totem, glaube ich, noch. In den richtigen Händen kann die einfachste Pflanze über Triumph und Verderben entscheiden. Moment, lass mich mal kurz gucken. Auch wenn er komisch klingt, ich würde sagen, in den richtigen Händen kann die einfachste Pflanze über Triumph und Verderben entscheiden. Wer soll sagen, dienen? Barbatos oder Anselm? Ja, ich würde sagen Barbatos. Mögen seine Tränke lange für eure Triumphe und Überlegenheit sorgen. So, was haben wir denn? Vier können wir auswählen, auf jeden Fall. Das ist gut. Das mit dem ist Punkt noch. Das Rüstungswert ist gut. Klingt auch gut, ja. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Das war eure Entscheidung und daher auch die richtige. In der Tat, schon, schau dir mal. Das ist ein tolles Spiel hier. Der Meister des Drachenturms muss standhaft sein und über ein gutes Urteilsvermögen verfügen, so wie ihr. Und jetzt geht's. Möge das Schicksal auf eurer Seite sein, wenn ihr euch dem Nekromanten entgegenstellt. Okay. Räuberhelm. Ein leeres Veredelungsfeld. Ich würde sagen, ich nehme den Ring.
kam ich, glaube ich, noch nicht rein, oder? Ach, da komme ich rein. Es ist vollbracht. Der Meister ist weg und ihr werdet seinen Platz einnehmen. Ja, Meister, ich werde in eurem Schatten Großes leisten. Okay, gut. Dann wäre das erledigt. Dann schaue ich nochmal kurz bei einer Stelle nach. Und ja, würde ich sagen, ist auch endgültig genug dann für die Session. Dann speichere ich hier schon Platz voll und ich habe noch den Rest quasi jetzt mitgenommen. Und wenn das gerade offen ist, wo ich denke, dann geht's da das nächste Mal hinein. Aber es sieht nicht so aus, als wenn das Tor jetzt... Oder... Tut sich jetzt was? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, das war es jetzt aber wirklich von dieser Session von Divinity 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.